Ja, es trappelt schon. Oder kommen die von oben? Die kommen von oben! Oh ne, eine ganze Horde, was? 2 Uhr 23, 24. Und damit herzlich willkommen in meinem schönen Ferienbungalow hier in Neveskane von 7 Days to Die. Ja. Das Wetter sagt auch schon alles. Und ich sehe, ich habe gerade noch 4 Farmplots auf der Tasche. Und 204 Pflanzenfasern. Ja, heute Nacht habe ich noch ein bisschen was vor. Denn ich habe so einiges eingesackt und ich muss gerade gucken, wo ich die Sachen habe. Erstmal gucke ich mal aufs Dach. So. Genau, ich wollte hier nämlich meinen Dachgarten, meine hängenden Gärten noch mal ein bisschen erweitern. Eine andere Axt habe ich ja noch nicht, ne? Gut, dann muss es die gute alte Steinaxt regeln. Boah, natürlich ein tolles Wetter für sowas. Richtig toll. Jetzt muss ich aufpassen, dass es mir nicht aufs Bett regnet. Ja, geht so. Eins, zwei. Da, nochmal 2 weg. Aber das ist dann wenigstens ein wunderbares Ausnutzen eines Dachs. Pflanzt eure Gärten doch aufs Dach. Der Vorteil ist vor allen Dingen, man kann es prima nachts ernten, neu bepflanzen, Kartoffeln wachsen, Blaubeeren haben wir auch. Gut, dann brauche ich nur noch ein bisschen was, was ich darf. Ach so, habe ich ja auf der Tasche. Ha! Ich bin vorbereitet. Hier ist aber auch noch Platz. Hier oben ist alles voll. Okay. Dann pflanze ich jetzt erstmal hier ein bisschen Yucca. Denn Yucca-Saft ist eine prima Sache. Löscht sehr gut den Durst. Oh, es wird schon wieder hell. So, hier kommen noch ein paar Kürbisse hin. Und 2 Pflanztöpfe habe ich jetzt noch frei. Da kann ich noch irgendwas anderes pflanzen, wenn ich überhaupt was habe. Ja, und die andere Sache. Deswegen war ich ja in der letzten Folge in der Kneipe The Bear's Den, wo man Bier trinken kann und gleichzeitig sich so mutig fühlen kann, um direkt unterhalb von 2 Bären in Bärenkäfigen zu trinken und gemütlich zu sitzen. Und der eine Bär, es war nur ein Bär da. Aber von dem habe ich das weggepackt? Habe ich das nicht mitgenommen? Ich brauche nämlich Bärentestosteron. Das habe ich leer gemacht. Und Pflanzenfasern habe ich schon auf der Tasche. Ich hab das nie. Nein. Ich habe mir die Zigarre doch noch nicht gecraftet. Halt, hier wollte ich reingucken. Ich nehme sie mal raus. Vielleicht untouched, jawohl. Da ist was Neues gespawnt. Holz und Stahlsperrteile. Nice. So gefällt mir das. Aber das ist auch nicht das, was ich haben will. Und ich brauche noch ein bisschen mehr Pflanzenfasern. Aber die besorge ich mir relativ schnell. Denn die Zigarre ist da ein bisschen eigen. Das Rezept lautet jedenfalls Testosteron. Dann 250 Pflanzenfasern. Da haben wir es aber auch.
Ja, und ein Papier. Ich weiß nicht, wozu man für eine Zigarre Papier braucht, aber ja, so lautet das Rezept nun mal. Eigentlich ist es ja keine Zigarette. So, wo habe ich... Ah, da haben wir es. Bärentestosteron, ich brauche nur eins, so viel ich weiß. Ich kann ja mal gerade gucken. Cigar. Jawohl, da ist sie. 250 Pflanzenfasern, ein Papier, ein Testosteronextrakt. Mhm. Wo habe ich denn Papier? Da. Oh, vier habe ich sogar. Naja, sollte ich vielleicht demnächst mal ein bisschen Papier sammeln. Für alle Fälle. Aber jetzt geht's los. Zigarre. Craft. So, und die Zigarre kommt vors Gesicht, wo normalerweise man eine Bandana, also irgendwie so ein Mundtuch hat oder... Ich glaube, was anderes gibt es da eigentlich nicht. Nanu. Etwas übersehen. Ja, man muss gucken, was man so alles liegen lässt von den üblichen Zombies. War prima. Scrap Chest Armor, ein Fünfer. Die ziehe ich nicht an, weil es ist schwere Rüstung, die sehr viel Krach macht und mich auch in der Mobilität so ein bisschen einschränkt. Es kommt immer darauf an, wie man spielt. Hier ist übrigens noch 25 Papier. Falls ich mal dringend Papier brauche. Ja. Was wollte ich denn sonst noch? Ach so. Aloe Vera kann ich anpflanzen. Korn. Was habe ich denn in meiner Essenskiste? Korn geht so. Kartoffeln sind noch eher so ein bisschen das Problem. Pumpkins. Also Kürbisse. Die braucht man natürlich auch. Ach, hier sind auch noch Pflanzenfasern. Ha! Ich habe gerade eine Idee. Wir haben ja gerade Halloween gehabt. Ah, da ist übrigens auch die Zigarre. Dann werde ich die mal gerade ausstatten. Also hier, wo man normalerweise die Bandana hinpackt, packe ich jetzt die Zigarre hin. Und dann hängt die mir so aus dem Gesicht raus. Und der Vorteil ist, sie stärkt meine Stärke. Also ich habe einen Punkt mehr in Stärke. Man sieht es jetzt, da habe ich noch gar keinen, noch nichts gelevelt, sehe ich gerade. Aber einen Punkt habe ich auf jeden Fall schon mal drauf. Und deswegen ist das hier grün angezeigt. Das gleiche gilt übrigens hier für Intellekt. Da habe ich ja die Nerdbrille, die Schlaumeierbrille mit den dicken Gläsern. Und die sorgt unter anderem dafür, dass wir 10% mehr XP bekommen, wenn wir auf Zombies rumkloppen. Und nebenbei erhöht es eben das Attribut Intellekt um einen Punkt. Das gleiche habe ich jetzt hier Verstärke. Und die Zigarre hat eben noch den Vorteil. Bekomme ich das eventuell hier irgendwo angezeigt? Wie viel es genau ist? Bartering plus 10%. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Bonus. Also, Zigarren muss man einfach haben. Okay. Das Ding repariere ich mal gerade. Es kostet mich ja nur ein bisschen normales Eisen. Und dann könnte ich... Ein Bandolier-Mod habe ich hier. Habe ich schon einen auf der Tasche? Ja. Dann könnte ich hier zum Beispiel den Bandolier-Mod reinpacken. Momentan ist das Ding in 370 wert und das kann ich, glaube ich, um ungefähr 500 erhöhen. Modify, ich packe das da mal rein. 819. Lohnt sich. So, Bloodbag. Ja, packen wir mal hier rein. Was soll's? Etwas überschüssige Munition. Ah, ich habe doch meine Waffenkiste. Die ist von oben und unten zugänglich. Das ist sehr praktisch. So.
Und dann war noch die Idee, die ich hatte. Achso, ich wollte erstmal gerade noch ein bisschen was anpflanzen hier. Hab wieder nichts auf der Tasche ge. Junge, Junge, Junge. Konzentrier dich doch mal. So. Ach, komm. Nehmen wir mal den Kaffee. Nur damit sich hier was tut und damit hier kein wertvoller Pflanzplatz verschwendet ist. Gut, das läuft. Können wir hier die Tür zumachen. Und jetzt bräuchte ich eigentlich noch mal ein Stück Papier. Das habe ich auch nur da drin, damit ich bei Bedarf hier noch was reinpacken kann. Das kann ich leider nicht abbauen. Den Stapel möchte ich momentan noch nicht abbauen. Oh. Ein Mo. Ein Mo am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Aber er ist nicht alleine, so wie das aussieht. Jo, habe ich mir doch gedacht. Sag sowas nicht. Ich habe mittlerweile einen guten Speer. Oh, danke. Home Cooking Weekly. Nehmen wir doch gerne. 79 von 100. Also ich bin mittlerweile schon, mit Verlaub gesagt, ein Meisterkoch. Untouched. Sprit nehmen wir auch gerne. Hier ist noch nichts respawned. Sind Zombies da? Empty, empty. Müll. Das ist aber Plastikmüll. Papiermüll wäre jetzt momentan das. Raus. Nee, da bin ich drüber hinaus, dass ich sowas essen muss. So schlimm ist es bei mir nicht. Das könnte Papier oder Stoff sein. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Es ist Stoff. Stoff ist auch gut. Ja, wusste ich. Wusste ich doch, dass ihr sowas macht hier. Ist hier oben auch nichts. Oha. Falsch gedacht. Genau, darauf habe ich gewartet. Lieber so raus. Trappel, 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 trappel. Oh, und alle kommen. Da brennt doch. Out of Stamina. Mein altes Problem. Gut, dass ich Kaffee angebaut habe. Oh, das gibt's doch nicht. Muss ich mal eine Pistole dafür extra rausholen. Headshot. Daneben. Jetzt aber ein Headshot. Ist mein Stamina wieder. Nee. Was ist mit meiner Stamina los? Die regeneriert sich ja gar nicht. Ah, ich muss dringend was trinken. Das ist das Problem. Use. Denn gerade bei Zombie-Kämpfen sollte man immer gut gewässert sein. So, jetzt geht's aber schon besser. Empty. Untouched. Tactical Warfare. Nett. Oh. Da habe ich aber noch nicht viel von gelesen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ja auch so ein, ja, interessanter Trick. Ich suche jetzt einfach nur Papier. Normalerweise findet man in Briefkästen, wenn man hofft, da ein Magazin oder sogar ein Buch drin zu finden, findet man Papier. Außer wenn man alles schon durchsucht hat. Habe ich hier Papier drin? Ich habe hier viel Zeug drin. Das stackt. Das können wir mitnehmen.
Stahlspeerteile habe ich woanders auch schon. Gothic Pants. Was habe ich da alles für tolle Sachen hier? Die nehmen wir auch schon mal mit. Und Zement auch. Ja, und damit hätte ich alles Mögliche, nur nicht das, was ich haben will. Papier. brauche ich überhaupt Papier? Denn meine Idee ist was ganz anderes. Rezepte. Kann ich so jetzt auch nicht machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Papier brauche noch. Die Zigarre habe ich ja. Ich glaube, Fleisch habe ich auch genug und Federn. Naja, Federn könnte ich noch gebrauchen. Naja, so geht das. Geht meine Stamina, meine Ausdauer natürlich auch hinüber. Wow. Ja, dann sacke ich erstmal gerade so ein paar Sachen ein hier. Nein, aber die Nägel. Was könnte hier noch rein? Die Shotgun. Ach, guck an. So, und die Stahlteile, die Stahlspeerteile, die habe ich ja draußen in der Kiste gehabt. Warte mal, was kann ich hier reinpacken? Oder was wollte ich hier reinpacken? Ach so, Buckshot, genau. So. Halt. 25 Animal Fat. Ich gönne mir mal ein Animal Fat. Ich gucke nach den Rezepten. Und das ist, was ich machen wollte. Eine Kerze. Da brauche ich einmal Pflanzenfasern und ich dachte Papier. Nix. Pflanzenfasern. Craft. Kann ich das hier schon mal wieder wegpacken? Und die Kerze ist noch nicht fertig. Ach so. So, Klamotten zu Klamotten. Das geht gleich in die Verkaufskiste. Jawohl. Ja, da kann ich auch schon ordentlich Geld machen. Ich bin auch schon ganz gut dabei. So, wo habe ich denn Sprit gesammelt? Hier auch. Ja. Denn irgendwann hoffe ich ja mal, ein Minibike oder sowas zu bekommen. So, die Kerze ist fertig. Und dann gucke ich hier nochmal nach Rezepten. Und man kann eine Jack-O-Lantern machen. Craft. Deswegen einmal den Kürbis. Ein Kürbis wird geopfert. Das ist doch ein wunderbarer Platz dafür. Bitte so drehen. Jawohl. Das ist gut. Ha! Happy Halloween gehabt zu haben. So. Genau. Das hatte ich mir doch gemerkt. Das kommt weg. Das kommt weg. Wie sieht es hier aus? Hier könnten wir mal ein bisschen Eisen wegschmelzen. Ich glaube, da brauche ich nicht allzu viel Kohle für. Das ist ja relativ schnell. Eisen brauche ich noch viel. Da bin ich momentan noch nicht gut aufgestellt. Also auch da noch viel zu tun. Naja. Wird schon, wird schon. Wie sieht's mit dem Essen aus? Momentan habe ich hier nur Hühnerration. Aber hier habe ich was Gutes gekocht. Wasser habe ich auch genug. Halt, nicht das weg, sondern... Da würde ich die Hälfte gerne ablegen. Und diese Hühnerdose, die futter ich jetzt einfach mal weg. Hühner, eingedostes Huhn, gibt es leider kein Rezept für. Während hier das Rindfleisch und das Lamm, diese Dosen, die sind wertvoll, denn da kann man gute Sachen mit kochen. Sogar sehr gute. Und natürlich die allseits beliebten Erbsen. Die besten Rezepte, die es gibt,
Dafür braucht man die Dosen, also diese beiden, und Erbsen. Also jedes Mal, wenn ihr Erbsen seht, nicht unbedingt essen, sondern das sind wirklich Vorräte für die Küche und damit kann man wirklich ganz, ganz tolle Rezepte kochen. So, ich bin soweit fit, dann kann ich ja mal die nächste Aufgabe angehen. Jetzt auch mit etwas mehr Stärke. Hier, oh. Ja, ich glaube, der wird ganz lustig. Ich wollte noch mal gerade nach meinen Punkten gucken. Ich habe aber keine. So. Dann muss ich mir welche verdienen. Was soll's. Hier hätte ich übrigens auch noch Pflanzenfasern ohne Ende. Ja, looten. Vorluden. Da war noch was. Doch. Eine Zweier Branch habe ich. Hallo Auto. Tschüss Auto. Das taucht ja sowieso gleich wieder auf. Und damit ist es wirklich Verschwendung, wenn ich die ganzen schönen Teile daraus, inklusive des Spritz natürlich, nicht auseinandernehmen sollte. Ah. Tut mir leid, ich stand heute Nacht wohl etwas zu lange im Regen auf meinem Dach. Da geht das ein bisschen auf den Hals. So, die Teile nehmen wir natürlich auch mit hier, wo wir schon mal dabei sind. Denn wenn ich die Aufgabe starte, taucht ja alles wieder auf. Das ist so ungefähr ein geschenkter Gaul und das sind gar keine schlechten Einzelteile, die ich da bekomme. Die Federn alleine. Mechanische Bauteile. Immer wieder gerne genommen, weil sie für alle möglichen Rezepte gebraucht werden. Das Ding dauert sehr lange. Ich glaube 2005. Ja. Das schenke ich mir mal. Hier sind keine Zombies mehr. Die ist schon geplündert. Dann kann die ganz weg. Es könnte sein, dass ich hier sogar ein bisschen Eisen geschmiedet bekomme. Na? Wäre doch schön, oder? Werkbank? Geizig. Sehr geizig. Oh, wunderbar. Der Knochen kann drin bleiben. Das, wie gesagt, wollte ich jetzt nicht unbedingt auch noch auseinandernehmen. Ah, und ich habe hier noch die Auslagerungskiste für Notfälle. Und dann schon mal den ganzen Kram hier weg. So, Fahrrad ist leider schon wieder voll. Einer der Nachteile des Fahrrads. Auf den Gepäckträger, da passt nicht viel drauf. Okay. Mit Keller. So, 7 Steinpfeile habe ich noch. Aber die will ich sowieso loswerden, weil ich dann auf Eisenpfeile wechseln will. Schleichen wir uns mal rein. Eigentlich... Ach, Kinders. Ist es denn wahr? Da komme ich nicht durch. Traurig. So fett bin ich nur auch nicht. Da sitzt ein Zombie. Ich sehe es an der Fußspitze. Oder auch nicht. Was ist denn das? Ach, Glas. Da sitzt ein Zombie. Und da gibt es auch einen Punkt für mich. Jawohl, mach mal einen Punkt. So, wie war das jetzt? Kann ich hier rüberlaufen, ohne Krach zu machen? Kann ich. Oh oh. Das sind mir immer die liebsten Stellen.
Springen in dein Verderben. Hm. Was ist los? Bin ich heute blockiert oder so? Gut, dass sie so tief geschlafen hat. Keine Zombies. Der hat leider nur einen leichten... Was ist das denn wieder? Wieso habe ich den nicht getroffen? Das war doch eindeutig der Kopf. So. Keine Zombies. Hm. Manchmal muss man auch die Ecken gut kontrollieren. Sie können von überall her kommen. Von oben, von unten. Rechts, links. Tough Guy Sunglasses. Fortitude wird verbessert. Da ich ja schon die Schlaumeier-Brille immer aufhabe, ist das eher was für ein Händler. Hm? 115 ist okay. So, das Ding. Dann nehme ich den Stoff. Scrap. Viel Müll, sehr viel Müll. Ein offener Schrank. Ach, hier bin ich raus. Hier bin ich runtergekommen. Ein warmes Mützchen. Ja, könnte auch wichtig werden. Gut. Oha. Was? Mit einem Steinpfeil? Da habe ich aber Glück gehabt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Auf jeden Fall sehr viel Klebstoff. Das ist nett. Den kann man auch immer noch gebrauchen. Das ist nur eine Leiche. Aber das nicht. Was muss ich überhaupt machen? Clear and Retrieve. Okay. Run Speed plus 10%. Sowas habe ich immer noch an. Gut für den Anfang. War das das Haus, was hier einbrach? Nein. Und ein Airdrop. Da ich die Airdrops ja nicht angezeigt bekomme, muss ich Glück haben, da einfach irgendwann mal auf dem Weg drüber zu stolpern. Das brauchen wir nicht. Dann würde ich mal zwischenzeitlich hier gerne mal kurz rausgehen. Danke. Um meine Taschen zu leeren. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Ach komm. Ich glaube, Klebstoff habe ich hier schon drin. Noch nicht, aber... Oh Mann. Das wird ein toller Tag heute. Ich merke das schon. So, weg mit dem Kram. Und gleich kriege ich ja noch einen Slot frei, wenn ich drei weitere Pfeile verschossen habe. Dann wechsle ich definitiv auf Eisenpfeile. Oh, Gammelfleisch brauche ich momentan auch immer noch. Kartoffeln. Okay, das sind Dosenbirnen. Die sind natürlich für nebenher ganz nett. Rezepte dafür gibt es nicht. Aber die liefern immer so ein bisschen Essen und ein bisschen Wasser. Also dementsprechend immer gerne genommen. Das steckt zumindest irgendwo.
Noch ein Kochtopf. Blei sammle ich ein anderes Mal. Knochen. Ich gucke auch erstmal einfach nur in alles rein, denn alles, was ich durchsuche und wo Antat steht, bringt mir immer, naja, so 100 XP. Ich glaube, momentan bin ich da bei 100. Ist hier irgendwo ein Zombie? Eindeutig. Oh, die sind getriggert worden. Das ist nicht gut. Aber gut, gut zu wissen. Was? Der war schon wieder jenseits von Hitbox und böse. Wer kloppt da? Oha. Ah ja. Die übliche Nische hier. Das ist der Nischenbuddy. Steve, der Nischenbuddy. Schlaf schön. Wo wir schon mal hier sind. Fußballhelm. Einer. Scrap. Es gibt Plastik. Oh, und das Ding geht gleich komplett weg. Schade. Noch mehr Luggage. Ein Lederponcho bringt ziemlich viel Geld beim Händler. Nehmen wir mit. Irgendwas, was noch wichtig ist. Hier wird es wahrscheinlich nochmal richtig lustig. Oh ja. Seid ihr nur zu zweit, dann können wir miteinander reden. Ja, gut, ich stichle so ein bisschen. Jawohl. Du auch. Und hier muss man, glaube ich, erstmal das Gas abdrehen. Gibt es hier noch was? Oh, Munition. Sehr gut. Das ist der Grund, weswegen ich immer gerne einen Prelude mache, gerade am Anfang. Und Southern Farming, gleich zwei Stück. Pumpkin kann ich jetzt auch herstellen. Dies klappe ich einfach mal. Wegen des Eisens. Hier geht die Leitung lang. Hier, hier. Oh. Hier kann ich looten. Und nochmal Home Cooking Weekly. Da sind wir jetzt bei 80 von 100. Und ich kann Grandpa's Learning Elixier. Sag mal, wo ist denn der blöde Hahn da oben? So. Feuer. Oh. Gerne genommen. Hier hätte ich vorher schon mal kontrollieren sollen. Hier habe ich übrigens wieder Papier. Also wie gesagt, so ein Stapel hier. Das sind immer 25 Papier. 50. So, das nächste Mal habe ich aber genug Papier. Hier habe ich noch nicht alles rausgenommen, aber das war mir jetzt nicht ganz so wichtig. Und hier ist das Main Loot und die Main Zombies. Tschüss. Der ist schon eine andere Kategorie. Tür zu. Ja, hau noch mal gegen. Los, komm. Danke. Damit ich dich erstmal anzünden kann hier. Du brauchst dich gar nicht zu bücken. Die Zombies lieben es, einen von unten anzuknabbern. Ach, ich bin immer noch mit einem Steinpfeil unterwegs. Ha. Okay. Gut. Eine 5er Steinaxt. Das steckt auch. Wasteland Treasures, mal gucken. Ich kann Säure. Ich habe eine Chance auf Säure, wenn ich Autos auseinandernehme. Oder medizinisches Equipment. Und Säurefässer.
Ich wusste gar nicht, dass es Säurefässer gibt. Jus. So, die Munition, die brauchen wir auf alle Fälle. Ja, Verbandsmaterial. Im Augenblick nicht so, aber ich mache jetzt auch hier schnell mal Tür. Ich habe heute wirklich Glück. Mit dem Wetter. Mit verlorenen Goodies, dass ich hinter Papier herjage, obwohl ich gar kein Papier brauche. Naja, jetzt habe ich jedenfalls genug. Das ist, hat hier wieder nicht gesteckt, warum auch immer. Merkwürdig. Auf jeden Fall, das passt. Plastik kann weg. Die anderen Sachen kommen ins Körbchen. Kartoffeln auch erstmal. Das auch. Verbandsmaterial ruhig auch. Den reparieren wir. Und dann machen wir jetzt hier das Gute. Das Bessere ist der Feind des Guten, so ungefähr. Modify. Aus da. Na. Modify rein da. Einmal für Eisen, einmal für... Was habe ich gesagt? Ach, bin ich denn... Das müsste ich hier reinpacken. Wieder raus. Das ist natürlich ideal für die Spitzhacke. Modify. Also, Bunkerbuster und Ironbreaker. Damit ist die Spitzhacke wesentlich besser. Und hier, ja, können wir auch noch was reinlegen. Und die Steinaxt. Ach komm. Solange ich den Platz habe. Na! Hallo. Und dann schnell nochmal in den Keller. Den Rest ausgeräumt. Und dann kann es losgehen. Jetzt weiß ich ja auch wieder, auf was auf mich zukommt. Was mir halt noch fehlt, ist eine Feueraxt. Womit ich besser Bäume fällen kann. Shotgun Weekly nehmen wir gerne. Bisschen Munition auch. Danke. Das habe ich noch nicht leer gemacht. Hier wird es richtig dunkel. Stoff sowieso immer. Das ist schon leer. Handyland. Hier ist noch eine Steinaxt. Jus. 7 von 50. Oh, da bin ich auch noch nicht gut. Scrap. Gut, die Werkbank nehme ich natürlich nochmal auseinander. Halt. Wo ich gerade dabei bin. Bevor ich die auseinandernehme. Salvage Operations. Kann ich da schon einen zweiten kaufen? Ja. So. Damit kriege ich mit allem, was ich mit so einem Zerlegungswerkzeug, wovon die Rohrzange ja nur der erste Tier, also die schlechteste Variante ist, habe ich auf jeden Fall immer Chancen, mehr rauszukriegen. Früher kriegte man da immer geschmiedetes Eisen, mindestens ein oder zwei raus. Das scheint leider nicht mehr der Fall zu sein. Irgendwo was versteckt hier. Waffennarren auf jeden Fall, aber das ist ja nichts Besonderes. Das Ding kann ich für Leder zerlegen. So ein Bürostuhl, immerhin 6 Leder. Also das lohnt sich. Das können wir auch immer gut zerlegen hier. Elektrische Bauteile, mechanische Bauteile. Alles, was das Herz begehrt. Mal gucken, ob hier was drin spawnt. Nö. Nein. Tue ich jetzt nicht. Dauert zu lange. Dann gerade nur mal die Taschen leeren. Ein Papier. Wow. Wo habe ich das denn her? Achso, und das Leder kann auch gleich weg. Und dann würde ich sagen, Augen zu und durch. Na komm.
Muss nur gleich an meinen Bogen denken. Einen Pfeil habe ich noch. Ja, einen Steinpfeil halt. Hier war ja auch dieses komische, dass man hier nicht dran vorbeikam. Komischerweise, wenn ich hier hacke, da werden die Zombies nicht von wach. Ich lasse erstmal. Jetzt wird erstmal geblutet und nicht gelootet. Der wird mehr brauchen als ein Steinpfeil. Ich versuch's. Eben bei dem Dicken hat es ja auch funktioniert. Ach, ich habe noch einen. Da sitzt aber mit Sicherheit noch irgendwie ein Zombie oder eine Zombine. Nicht? Dann auf der anderen Seite. Ah, Mo. So. Wir wechseln die Munition. Oh, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Da sind immer gute Sachen drin. Ah, hier. Da waren mal die Steinpfeile. Der Slot ist sofort wieder okkupiert worden. Aber Verbandsmaterial. Wer weiß, ob ich das nicht noch brauche. Ja, nun rutscht doch runter. Gerade mal kurz Licht ausmachen. Wenn der jetzt schnell wieder wach geworden wäre. Jetzt bin ich mal gespannt, ob. Tatsächlich, auch sie wird wach. Genau wie vorhin. Da waren das nur vertauschte Rollen. Aber wenn sie hier in der Ecke liegt, dann scheint die automatisch getriggert zu werden, wenn ich den Raum betrete. Leise oder laut, das ist egal. Ah. Schöne Sachen. Ich gucke nur rein. Wie gesagt, das ist für die Punkte, das stackt immerhin. Hier ist nochmal so ein Shade. Das ist nur nicht die Tough Guy Shade, sondern das ist die Sonnenbrille, die Perception. Also. Ja, also. Meine Merkberechtigung verbessert. So könnte man es sagen. Aber preislich ist sie genauso wertvoll. Ja, da bin ich herausgekommen. Hier ist wieder der. Da zuckte mein Finger zu sehr. Und den anderen Fall kriege ich auch wieder. Dankeschön. So, und das Puzzle ist natürlich im Keller. Das heißt, da wo es richtig zur Sache geht. Okay, erst Zombies nieten und dann sehen wir weiter. Ah, was es heute Abend wohl im Fernsehen gibt. Das Schwarz im Keller. Oh. Heute viele Maus. Ich beschwere mich nicht. Maus sind, was die Zombies angeht, noch relativ harmlos. Okay. Hier wurde auch sehr schnell einen Lauten gemacht. Ja, es trappelt schon. Oder kommen die von oben? Die kommen von oben! Was? Oh nee, eine ganze Horde, was? Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh. Das war aber von mir definitiv daneben geschossen. Oh. Na toll. Hey, wenn ich dich wegstoße, warum fällst du immer zu mir hin?
zünde euch erstmal alle an und dann sehen wir weiter. Ich darf nur das Gebiet nicht verlassen. Ich liebe es immer, bei der Arbeit gestört zu werden. Au! So, jetzt aber. Out of Stamina. Naja, gut. Ihr macht mir wieder alle Zombies rebellisch, ihr Zombies. Es ist unser... Du lebst noch? Deswegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Zombies, die in Lootsack fallen, ein bisschen härter im Nehmen sind. Finde ich ja fair, aber... Es ist nur so ein Gefühl. Ich bin mir nicht sicher, ob es so richtig ist. So, Dankeschön. Immerhin. Oh, ich kann jetzt Eisenspeere Quality 1 herstellen. Das ist schon mal nett. Okay, wieder der Keller. Noch ist es ruhig. Zu ruhig, aber jetzt. Meine Stamina ist noch da. Und der obligatorische Mo. Mo, wolltest du aufstehen? Was war das denn? Ich stand vor dem Mo und bin irgendwie plötzlich hochgerutscht. Als ob die Treppe sich aufgewölbt hätte. Ja, die Alpha 21. Kuriersatchel, das nehmen wir natürlich sofort erstmal mit. Jetzt habe ich doch noch wieder einen Steinfall. Habe ich den denn wieder aufgesammelt? Nein. Den will ich erstmal verschießen. Koste es, was es wolle. Hier ist keiner mehr. Nö. Hier auch nicht. Hier kommen wir wieder in den Hauptraum. Jo. Dann geht's halt hier weiter. Der letzte Steinfall für Mo. Jawohl. Wahrscheinlich kann ich den auch gleich wieder aufsammeln. So. Dankeschön. Ihr macht mir die Sache einfach. Hm. Iron Crossbow Bolts und... Das brauchen wir natürlich nicht unbedingt. Das klappe ich jetzt mal für die, fürs Holz. Und hier war doch irgendwo der Hebel. Stoff ist gut. 9,8. Ja, geht so. Aber da gibt es Besseres. Ich scrap das auch mal für den Stoff. Noch mehr Stoff. Wunderbar. 9,6 Heat Resistance ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich scrap's auch erstmal. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich in die Wüste komme. Ein guter Ledermantel, nur gut ist übertrieben. Rosa Farbe. Moment. Scrap. Ich hatte letztens hier auch viel Farbe gefunden. Das könnte stacken. Gammelfleisch, ja, stackt natürlich auch. Wiring. Also ich kann gut verkabeln. Ja, auch noch nicht allzu gut. Da muss ich noch ein paar Magazine lesen. Bevor ich der Meisterkabelaffe werde. Bitte schleichen. Einer fehlt noch. Talk to Trader. Da haben wir's. Jo. Und jetzt darf ich nochmal looten. Das wird erstmal zerlegt. Scrap. Hier machen wir schon mal auf.
Oh, Repair Kit, immer gerne. Ein Reifen natürlich auch. Nochmal zwei Medical Journals. Tja, jetzt kommt die Belohnung. Und nochmal Wiring. Ah, Vehicle. Vehicle Adventures, mein Liebling. Ah, da werde ich, glaube ich. Was brauche ich, um was Vernünftiges machen? Ich glaube 20 oder so. Ich gucke gleich mal nach, denn das interessiert mich schon. Minibike wäre schon hilfreich. Alleine schon wegen der größeren Transportfähigkeiten. Vehicles. So. Ja, 20. Oh, das schaffen wir. Get Hammered. Nicht mein Lieblingsmagazin. Aber hier Bowhunters auf jeden Fall. Da sind wir auch schon auf 20 jetzt. Magnum Enforcer. Wow. Und wieder ein Punkt für den Händler. Wenn ich mit einer gezogenen 44er zum Händler gehe, bekomme ich automatisch 5% bessere Preise. Plus die 10% für die Zigarre. Ja, wird interessant. Chicken Soup, das gönne ich mir jetzt erstmal. Das steckt. Duckbill Shotgun. Oh, da passt nichts anderes drauf. Das könnte man eventuell schon verkaufen. Ich scrap's mal. Der stackt. Er passt auf den Stapel. Das ist in Ordnung. Und Large Beef Cut. Und ein bisschen Fleisch und Murky Water. Das muss ich mir gleich abholen. Weil die Taschen sind mal wieder voll. Aber das ist ja nichts Neues. Die Autos habe ich auch noch nicht kontrolliert. Nur aus Neugier. Big Hitters, jawohl. Vielleicht muss ich doch mal wieder auf Knüppel umsteigen. Das passt momentan nicht. Ist hier? Hier war doch auch ein Zombie drin. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja noch gar nicht fertig. Wahrscheinlich hat die Horde vorhin noch den Bonus gegeben. Komm mal hier lang, komm. So, Bo. Du bist doch schon gut gegrillt. Du müsstest doch langsam durch sein. Danke. Schon wieder Vierer Steinaxt. Was ist denn hier los? Steinaxtach. Heute im Angebot Vierer Steinäxte. Jawohl. Ja, Eisen geht immer. Das Ding kann ich leider nicht durchsuchen. Hat keinen Kofferraum. Ja, dann war das auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Leder, das kann alles weg. Stoff habe ich jetzt mehr, als ich brauchen kann. Dann kann ich eigentlich nur meine ganzen Einkäufe nach Hause schaukeln. Und wie spät ist denn das überhaupt? Ah, 21 Uhr. Jetzt noch zum Händler fahren, das lohnt nicht. Habe ich hier überhaupt nichts versteckt? Nö. Also. Immerhin noch ein schönes Buch. Speerjäger. Power Attacks now penetrate and damage multiple enemies. Bitte? Aber sehr schön. Das heißt, wenn ich jetzt. Ja, das haben Sie. Das ist 9er Alpha 21. Schlecht in der Alpha 21. Ich kann mit Power Attack nicht mehr den Speer werfen, sondern nur noch powermäßig durch die Zombie-Horde durchpiercen. Aber mit dem Buch kann ich immerhin auch den. Nicht nur den Zombie direkt vor mir, sondern auch den Zombie dahinter treffen. So was Ähnliches gibt es ja für Schusswaffen auch schon. Dass es jetzt auch mit Speeren funktioniert.
Naja, ist auf jeden Fall was Neues. Nicht schlecht. Okay, erstmal die Munition, die ist, glaube ich, mit am wichtigsten. Und alles andere, das heißt die Sachen. Das machen wir mal gerade so. Weil genau diese Bauteile hatte ich hier in der Kiste auch nochmal. Genau. Ab nach Hause ins Körbchen. Wunderbar. Gut, ich werde dann wahrscheinlich heute Nacht hier noch das ein oder andere Mal hin und her fahren. Und am anderen Morgen fahren wir dann zum Händler, holen uns eine neue Aufgabe. Oder ich nutze es vielleicht nochmal aus, dass ich mir hier die Gegend so ein bisschen mehr angucke. Obwohl, ich habe ja leider am Anfang viel zu viel von der Gegend gesehen, als ich verzweifelt nach Honig gesucht habe. Das ist übrigens auch eine Quest, die ich nochmal starten sollte. Honigsuche. Das hier, das haben wir alles schon aufgedeckt. Dieses Ressort da, das war schon dieses Ressort. Das war schon beeindruckend. Das ist nämlich auch komplett neu. Ich habe noch nicht mal komplett meine damalige, also erste Stadt, das ist ja eigentlich immer die erste Stadt, das ist hier Dyer's Will, die habe ich ja noch gar nicht mal komplett aufgedeckt. Ob ich da noch mal eine Aufgabe hinbekomme? Keine Ahnung. Oder ich müsste noch ein paar Aufgaben für Trader Jen machen. Das wären leider auch nur relativ langweilige Aufgaben. Hier kann ich auch noch ein bisschen was aufdecken. Ja, und dann wird es auch mal langsam Zeit, dass ich ein bisschen mehr von den Nevis Gain sehe. Allerdings mache ich das nicht mehr am Fahrrad. Und mit meinem momentanen Zustand, was Ausdauer angeht, denn da bin ich momentan noch ganz schlecht aufgestellt. Egal. Wir haben auf jeden Fall Plan. Ich habe noch was zu tun. Und morgen geht es auf jeden Fall erstmal zu Trader Joel. Der freut sich, dass ich wieder seine, eine Aufgabe für ihn erledigt habe. Und immerhin bekomme ich bei ihm schon einigermaßen spannende Aufgaben. Während bei Trader Jen, das sind Tier-1-Aufgaben, die sind eigentlich, ja, eher langweilig und bringen auch nicht so viel. Ich will ja irgendwann wirklich hier mal Urlaub machen und ein bisschen Zeit ziehen. Das ist der Plan. Es ist nicht der Plan, hier mich für die für die ganzen Trader, für die Händler aufzuschuften, aufzureiben. Das hätten die wohl gerne. Nicht mit mir. Immerhin habe ich jetzt hier schon mein gemütliches Häuschen und ich muss sagen, das gefällt mir schon sehr gut. Meine, ich muss noch ein bisschen hier an der Einrichtung ändern. Ich brauche auch noch ein bisschen mehr zum Arbeiten. Aber das wird schon. Das wird schon. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu 7 Days to Die habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr Kritik habt, Lob nehmen wir natürlich auch gerne. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, och, ich mache doch hier nur Ferien in Zombieland, Nevis Gain. Macht's gut. Tschüss.